So, hier haben wir die Weltpremiere, Hymer Venture S. Das geht das gute Stück. Hier nochmal die Stats, 4 Schlafplätze, 4,1 Tonnen, 6,45 lang, 2,16 breit und 3,7 Zentimeter hoch. So, da ist er. Ich gehe schon mal rein. Ja? Hier ist auch schon ein netter Herr von Hymer, der uns ein bisschen behilflich ist. Ja? Genau, weil ein paar Tricks hat er, die wir noch nicht kennen als Neucamper. Und ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist das Modell, warum wir uns eigentlich ins Camping verliebt haben. Wir haben den als Prototypen im Video gesehen und haben gedacht, wie geil muss eigentlich Campen sein. Und ja, jetzt stehen wir drin, er ist kein Prototyp mehr, er ist in Serie gegangen jetzt. Ich vermute mal, dass er lange Lieferzeiten haben wird, da können Sie uns vielleicht was zu sagen. Können Sie noch nicht so sagen, aber gut. Komm einfach mal rein, vielleicht fangen wir hier an. Wunderschön, der Weg zum Schlafbereich mit der Treppe. Also wahrscheinlich kann man hier auch überall Stauraum, ne? Hat man überall Schränke. Genau. Okay. Ja, schön. Ja, auch noch ganz schön. Hat man auch eine Technik hier verbaut, das ist sehr, sehr gut. Steckdose, alles da, USB. Da kann man auch die, ich glaube, diese Lichtkegel da rein. Und hier ist eine Membrane, schön aufgepustet. Ja. Ja, sieht sehr wohnlich aus, sehr gemütlich. Wie lang ist das Bett? 2 Meter, glaube ich. Ich tippe mal auf, 2 Meter. Sie passen ja, ein bisschen ganz, auf ganz hier, ne? Also alles daher. Ganz neu, ist nicht genau. Das Problem. Also, aber was hier auch wieder super gelöst ist und was wir lieben, ist das Thema hier oben, Ablagen. Ja. Nochmal, Ablagen ganz toll nochmal. Gelöst. Ja. Hier hat mich gerade der Herr gesagt, die Küche erweiterbar mit der Ablage. Hoch. Einmal hier oben einhängen. Ah ja. Ja, dann hat man quasi so eine L-Küche, ne? Das ist immer das erste Mal, alles gut. Das kennen wir, das ist normal im Camping. Wieso geht's jetzt nicht? Ich halte die einfach mal hier oben. Passt. Ist gut. Also so soll es sein und so geht es auch rein. Sieht auch schön aus, haben sie gut gemacht mit Schaumstoff nochmal unten, damit sich so ansonsten klappert. Ansonsten ja auch noch Stauraum, genau. Ja, hat man ausziehbar komplett. Ich finde es auch schön hier, alles schön glatt. Also gut, dass so die Treppe, die ist ein Traum. Also die Küche auch sehr, sehr groß. Also ja. Ich meine dafür, dass wir immer noch in einem, ich sag mal, Kastenwagen sind, ja, ist das echt eine krass große Küche. Ja. Das ist also ein absolut. Na, da musst du einmal so genau. Anziehen. Kühlschrank auch groß genug. Ja, der Kühlschrank ist schön groß, ja, der reicht. So, und jetzt muss der Herr uns mal helfen, weil du da gerade stehst. Wie funktioniert das mit der Dusche? Okay, weil das da ist ein absolutes Highlight. So. Genau, mal einfach einmal die Öffnung. Ja. Dann zieht man das hier einmal nach vorne aus. Mhm. Okay. Die Lamellen dann, gehen dann auf? Genau, die Lamellen gehen auf. Dann okay. Man in den Raum und dann kann man hier drin einmal die Wand zur Seite drehen. Die Wand, ja. So, und dann hat man hier eine Bohne eben. Oh ja, wow, richtig schön. Ja. Marmor, Dingsbums, Optik, genau, richtig, danke. Richtig schön, ja. Oh, das habt ihr echt gut gemacht. Ja, eine schöne Lichtleiste oben noch, Ambientlicht. Schön, ja. Und ja. Die Toilette noch? Genau, die Toilette haben wir da immer, das auch macht man dazu. Oh schön, Armaturen auch in schwarz, macht schwarz, modern. Ja, eine Drehtoilette, hat man ausreichend Platz. Ja, das ist echt schön. Und das kriegt man dann, das genau, kriegt das man dann einfach wieder rein. Und da hat man wieder. Genau, und hier hat man auch richtig schön, es ist auch richtig breit, danke. Ja, das wird richtig breit hier vorne. Ich sitze schon in der Lounge. Auch hier, denke ich mal, den wird man versenken können und kann sich ja, hier wahrscheinlich noch mal eine Liegefläche machen. Ja. Terrasse hat man direkt mit dabei. Ja. Ne? Und die Fenster, die sind aber mega. Ja, also und diese Kleinigkeiten, diese Schienen, in die man überall etwas reinstecken kann, die sind ja dafür gemacht, dass man Dinge noch befestigen kann. Ja. Ne? Also auch hier, jeder Raum ist genutzt. Hier nochmal kleine Fächer, wo man Bücher oder etwas reinstellen kann. Ja. Ich möchte mal die Terrasse zeigen, da geht es nochmal raus, da kann man sich auch hinstellen. Jo. Ich will das auch nochmal zeigen. Wird halten, ne? Wie viel hält die aus? Ich wiege ein bisschen. So sieht es von hier draußen aus. Ja. Ja, echt schön. Tolles Raum. Hier geht es dann raus, hier nochmal das Fenster. Und hier nochmal. Ja, setz dich mal hin. So, dann sieht man von da, setzt man sich da hin mit seinen Gästen, 4 Personen sitzt, kann man dann hier rausgucken. Ist doch cool, oder? Ja.
Also mega. Also richtig schön gemacht. Ja. Da lässt sich das nochmal. Wie gesagt, man sieht es hier schon an den Schienen, dass der Tisch auch. Kann man hier nochmal sehen. Ich ziehe nochmal von der Seite so ein bisschen. Unter das Dach. Das sieht man noch. Ja, ist cool. Also ein richtig schönes Auto. Hier sind auch nochmal Stellen. Ja, hier kam auch noch was. Oh ja, hier ist ein Platz. Unten auch. Für Mantel. Unten hast du auch nochmal. Ausziehschublade sogar zweistöckig. Also ja. Platz ist genug. Und hier waren auch hier die Schalter, die Tanja gemeint hatte. Und Tedford, zwei Flammenkocher. Küche ist riesig. Küche ist wirklich groß. Also ja, weil das Bett oben hier ist. Richtig, hier ist es richtig breit. Ja. Also richtig toll, richtig schön gemacht. Also wir sind beeindruckt. Hier hat man nochmal hier einen kleinen Lüfter hier draußen. Aber wie gesagt, das da ist einfach mega. Wenn man das dann zumacht dann. Entschuldigung, könnte man mal vor hinten zumachen? Ist das möglich, damit wir das mal sehen, oder dürft ihr das nicht? Ich denke, ich frage. Nee, nee, ist okay. Ist okay. Also, wir sind hier auf der Messe, wir dürfen nicht alles. Aber ihr müsst euch das vorstellen, hier nochmal ist nochmal ein Riesenfenster, was man sieht, und hat man so ein Panoramablick. Also richtig schön gemacht bei Hümer. Okay. Genau. Gehen wir wieder raus, damit die anderen auch gucken können. Ne? Genau. Also Dankeschön fürs Zeigen. So, schauen wir uns den mal von draußen nochmal an. Ja. Den Hümer Venture S auf BF Kurtic. Reifenbereifung. So sieht er von draußen aus, da waren wir jetzt gerade. Eine Terrasse. Hat auch hier hinten schon die Radbefestigung dran von Thule. Ne? Kann man auch, und da hat man auch die Leiter. Hier kommt man dann auch easy hoch. Blablab. Und dann geht es da rein. Der ist auch schön hoch. 4x4 ist Standard, ist klar. Und da oben ist aufmessbare Schlafbereich. Ja, da hinten hat er nochmal, hier haben wir die Technik. Hier drin, ja, Steckdose, kann man so außen, da Abwasser. Ja. Ja, die Reifen sind cool von BF Goodrich. Ja, das finde ich auch schön. Schönes Detail von Hümer, dass sie das hier mit angebaut haben in den Radkasten. Da unten hat man noch, wie klassisch bei Büssen, hat man auch nochmal Staufläche. Hier haben wir ein bisschen Technik. Das ist okay. Das macht man irgendwie zu. Ja, und das ist auch richtig schön gemacht. Hier, dass es hier richtig schöner Plastik ist. Das ist das Problem, da, ne? Kann man sich nicht kaputt und der Preis ist auch ordentlich. Beim Austausch wird das dann auch, ich habe mich gerade hingesetzt, ehrlich. Ich habe eine Schätzung gehabt und da lag ich noch weit drunter. Ja, normal Mercedes halt. Ist ein Mercedes-Aufbau. 250.000 Euro. Richtig, richtig schönes Auto. Mhm. Wir sind beeindruckt. Hammer, ne? Auch vom Preis. Das ist Hammer, ne? Aber die Liste anscheinend muss sehr lang.